Hallo ihr Lieben aus dem Hamburger Rathaus. Ja, ich berichte kurz live aus der Bürgerschaftssitzung, die um 13.30 Uhr begonnen hat. Wir stimmen gerade ab für ein neues Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Ich habe schon abgestimmt, danach ist eine kurze Pause zum Auszählen und deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit, euch kurz zu berichten, was heute auf der Tagesordnung der Bürgerschaft steht. Vielleicht habt ihr dann ja auch noch Lust, am Anschluss einzuschalten. Alle Bürgerschaftssitzungen können ja live mitverfolgt werden. Wir haben heute als erste Debatte in der Aktuellen Stunde über Verkehrspolitik im weitesten Sinne diskutiert, vor allem aber über Hamburgs Ausbau zur Fahrradstadt. Solche Debatten sind vor allem immer eins, nämlich emotional und auch durchaus kontrovers. Mir sind dabei vor allem einige Aspekte sehr wichtig, die ich euch auch nochmal berichten möchte, nämlich es geht beim Thema Mobilität und welchen Verkehr haben wir in Zukunft in Hamburg nicht darum, einzelne Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen. Das heißt, es ist nicht Fahrrad gegen Auto, gegen Bus, gegen Bahn, gegen Fußgänger, sondern es muss ein Mix sein, wo alle Verkehrsteilnehmer, egal welches Verkehrsmittel sie nutzen, gute Möglichkeiten und ein gutes und schnelles und bequemes Angebot haben. Aber natürlich haben wir auch Ziele in der Hamburger Verkehrspolitik, wenn man sich die Luftqualität anschaut, Stichwort Klimawandel. Und natürlich müssen wir auch darauf setzen, dass wir möglichst schadstoffarme Verkehrsträger haben. Und da ist natürlich das Fahrrad eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Deswegen haben wir viel getan für den Ausbau von Melorouten, für den Neubau von neuen Radwegen oder auch für die Sanierung von bestehenden Radwegen. Ein nicht minder wichtiges Thema, nicht minder wichtiger Baustein beim Verkehrsmix ist der Ausbau von U- und S-Bahn. Dort wird eine ganze Menge getan. Das ist ein Projekt für die nächsten Jahrzehnte. Stichwort Ausbau U4, die neue U5, die S4, S21 oder auch Taktverdichtung. Das heißt, das ist, ich nenne es mal mit, das Herzstück auch der Hamburger Verkehrswende, dass wir ein besseres Angebot schaffen im ÖPNV und somit auch Menschen ein Angebot geben, um vielleicht weg vom Auto zu dann allgemeinen ÖPNV kommen. Wenn ihr über dieses gesamte Gebiet mit mir weiter diskutieren wollt, so ist eine wunderbare Gelegenheit am 24. Mai. Dort lade ich nämlich ein zu einer Veranstaltung bei mir in Hamburg-Ohlsdorf in meinem Wahlkreis mit unter anderem Hendrik Falk, das ist der Chef der Hamburger Hochbahn, der berichten wird über die Pläne zum Ausbau von U- und S-Bahn und auch mit Dr. Filin Gaffron, die ist Verkehrswissenschaftlerin an der TU Hamburg-Harburg. Also auch nochmal aus wissenschaftlicher Sicht, wie entwickelt sich eigentlich Verkehr und welchen Verkehr brauchen wir in einer Großstadt wie Hamburg. 24. Mai geht 19 Uhr los am Hasenberge 44. Ihr werdet aber auch nochmal bei meinen Social-Media-Kanälen weitere Hinweise darauf finden. So, wenn die Pause jetzt vorbei ist, geht es weiter. Wir haben noch sage und schreibe 13 Debatten, die wir heute führen. Unter anderem, ich gucke gerade mal in die Tagesordnung, die ich mitgebracht habe, sprechen wir über die Lehrerausbildung in Hamburg, die wir reformieren wollen. Wir sprechen über einen Kita-Gesundheitsleitfaden. Wir sprechen auch nochmal zum Thema Verkehr im Rahmen des neuen Bahnhofs in Altona. Das Thema Tierschutz in Bezug auf das Ponykarussell auf dem Hamburger Dom ist noch bei uns mit auf der Tagesordnung. Ein weiteres Thema ist Wohnpatenschaften zu initiieren, beziehungsweise wenn wir bei dem Thema Wohnen und Stadtteilentwicklung sind, auch wie können wir Kleingewerbe mehr in die Stadtteile bringen, auch dort ein wichtiger Aspekt im Bereich Wohnungsbau. Und wir sprechen auch nochmal über Innovation und Innovationsförderung. Also ein ganz bunter Strauß an Themen, die wir weiter behandeln werden. Wie gesagt, wenn ihr live dabei sein wollt, auf der Website der Bürgerschaft gibt es den Livestream. Und wenn ihr noch Fragen an mich habt, dann